Hallo und herzlich willkommen zu meiner Kokani-Installationsanleitung. Also zuerst geht ihr ins Forum auf www.kokani.de.to und klickt auf Minecraft Client Plus Regeln und mehr, dann auf Download Plus Anleitung. Und dann auf Download. Danach sucht ihr euch aus, ob ihr das HD oder Default Pack wählt. Ich bevorzuge das HD Pack und lade dies runter. Der Ladebalken ist toll. Oh ja, der Ladebalken ist echt geil. Also ich finde das Grün in dem Ladebalken hässlich, aber naja, das ist Geschmackssache. Jetzt entpackt ihr die ganze Scheiße. Nachdem ihr die Scheiße entpackt habt, ist in der Scheiße ein Punkt Minecraft-Ordner. So, jetzt klickt ihr auf Ausführen Klammer auf oder drückt Windows plus R Klammer zu und gibt dort ein %appdata%. Danach drückt ihr Enter. Und jetzt kopiert oder verschiebt den Punkt Minecraft-Ordner da rein. Danach müsst ihr nur noch die Kokani.exe starten und euch einen beliebigen Namen eingeben. Und danach klickt ihr auf Enter Game. Jetzt klickt ihr auf Multiplayer und gibt als Adresse ein kokani.tk:255567 und drückt Enter. Wenn ihr im Spiel seid, will das Spiel, dass du dich registrierst. Du drückst jetzt T für eine Eingabe und gibst /register ein und danach wählst du ein Passwort. Bei deinen nächsten Logins will das Spiel dann, dass du /login eingibst und dann dein Passwort eingibst. So, und ab diesem Punkt könnt ihr zu euch sagen, oh ja, endlich, jetzt kann ich voll einen absuchten auf Kokani Minecraft und ich hole alle meine Freunde dazu. Ich wünsche euch viel Spaß auf Kokani.